Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es gut, dass wir in diesen Adventstagen über die Mandatsverlängerungen entscheiden, nicht nur aus politischen und rechtlichen Gründen, sondern weil es unsere Soldatinnen und Soldaten, die fernab von Familie und Heimat ihren wichtigen Dienst für unser Land tun, diese Rückenstärkung auch verdienen. Ich habe in der bisherigen Debatte viel über die Probleme gehört. Die sind auch tatsächlich so, wenn man sich die Sicherheitslage in Afghanistan anschaut. Die Zahl der Binnenvertriebenen ist erneut gestiegen. Die Zahl der Anschlagsopfer erneut seit Jahresanfang um 6% gestiegen. Es ist tatsächlich so, dass wir große Herausforderungen zu bewältigen haben und dass, wenn man die 401 Distrikte in Afghanistan anschaut, tatsächlich auch nur 57% von der Regierung kontrolliert werden, während 30% umstritten und umkämpft sind und 13% gar in den Händen der Aufständischen. Die Frage ist aber, welche Schlussfolgerungen man daraus zieht. Wir haben große Probleme. Afghanistan ist das Herz des internationalen Drogenanbaus und der Drogenproduktion. 9000 Tonnen Opium wird allein in diesem Jahr produziert, eine Steigerung um 87%. Und es macht insgesamt 7% des Bruttoinlandsprodukts Afghanistans aus. Das Schlimme ist im Übrigen, dass mit diesem Geld internationaler Terrorismus finanziert wird. Etwa die Hälfte davon fließt in die Taschen der Taliban, die damit ihren Terrorismus auch bei uns in Europa und der westlichen Welt finanzieren und ermöglichen. Und vor dem Hintergrund ist mir schon schleierhaft, wie man allen Ernstes behaupten kann, dass die Sicherheit Deutschlands nicht auch am Hindukusch verteidigt wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wer so denkt, der denkt in den Kategorien des vorletzten Jahrhunderts. Denn in Zeiten von Globalisierung wird natürlich auch die Sicherheit und werden auch die Interessen Deutschlands und Europas auch am Hindukusch verteidigt. Und wir haben ein Interesse daran, wie die Zukunft Afghanistans aussieht. Nichts zu diesen Themen ist gehört. Was wollen Sie denn eigentlich? Wir wollen nicht, dass Afghanistan wieder ein Hort und Rückzugsort für islamistischen Terrorismus wird. Herr Kollege, wir wollen nicht. Ja, bitte, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung eines Kollegen von der AfD? Entschuldigung, ich kenne die Namen noch nicht alle, aber das wird vielleicht nach Weihnachten dann möglich sein. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Sie haben das Thema Drogen angesprochen. Welche Drogenbekämpfungsstrategie verfolgt denn eigentlich die Bundesregierung oder welche Drogenbekämpfungsstrategie würden Sie denn vorschlagen? Wir wissen ganz genau, lieber Herr Kollege, dass wir für Afghanistan eine Gesamtstrategie brauchen. Und das bedeutet zunächst einmal mehr Sicherheit in Afghanistan und aufbauend auf mehr Sicherheit auch Nation Building. Und genau das tun wir auch. Wenn Sie sich mal die Erfolge anschauen, über die ist wenig gesprochen worden, die gibt es ja nicht nur im Bereich der Gesundheitsversorgung, die gibt es nicht nur im Bereich der Bildungsmöglichkeiten, die gibt es beispielsweise auch im Staatsaufbau. Beispielsweise ist es der afghanischen Verwaltung gelungen, seit den letzten 3 Jahren das Aufkommen von Zoll und Steuern um 13 bzw. 15% zu erhöhen. Das sind alles Maßnahmen, die für Stabilität in Afghanistan sorgen, die mithelfen, den Menschen Lebensperspektiven zu eröffnen. Und das ist eine effektive Strategie für Sicherheit und auch gegen Drogenanbau und Produktion in Afghanistan zu sorgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man sich einmal anschaut, wir haben über die Probleme gesprochen und es gibt auch unbestreitbare Erfolge. Wir hatten natürlich schon die Situation, dass nach der Beendigung von ISAF die Sicherheitssituation nach 2015 deutlich nachgelassen hat. Das hatte auch Folgen für das zivile Leben in Afghanistan, auch für die ökonomische Entwicklung dort. Wir hatten ein Wirtschaftswachstum im zweistelligen Bereich in Afghanistan, danach ein Nullwachstum, heute noch 2,9%, und wir freuen uns darüber. Deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig. Wir brauchen heute die Verlängerung dieses Mandats bis März nächsten Jahres. Aber wir müssen uns schon auch darüber Gedanken machen, wie man das PAD, das militärische PAD zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung auflösen kann. Und jetzt ist vorher über die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten gesprochen worden, 4000 zusätzliche Soldaten nach Afghanistan zu bringen. Ich halte das für eine richtige Entscheidung. Ich halte es auch für richtig, das situationsangepasst zu machen und nicht vom heimischen Wahlkalender abhängig zu machen, wie es in der Vergangenheit der Fall war.
Wir kritisieren zu Recht, jedenfalls die meisten von uns, dass es eine falsche Aussage ist, zu sagen, wir töten nur noch Terroristen, wir machen kein Nation-Building mehr. Nur wer das sagt, der darf nicht nebendran stehen und sagen, wir dürfen aber keine vierstellige Zahl an deutschen Soldaten nach Afghanistan bringen. Dann müssen wir auch eine Strategie dazu entwickeln. Dann müssen wir auch deutlich machen, dass wir Sicherheit brauchen, indem wir die afghanische Regierung unterstützen. Denken Sie an Ihre Redezeit. Die Taliban zwingen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Denn es ist ja tatsächlich so, am Ende der Sicherheit muss ein innerafghanischer Aussöhnungsprozess stehen. Wir sind bereit, dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Frey.